Wir starten den heutigen Tag aber mit dem Sportbild und zwar mit Leichtathletik. Das Google Indoor Meeting in Linz hat bereits Tradition. Topstar aus heimischer Sicht war heuer Verena Breiner. Nach ihrer WM-Medaille in Doha wurde die Veranstaltung ganz auf die Lokalmatadorin zugeschnitten. Den 1200 Zuschauern in der Linzer Tipps Arena werden kompakte 2 Stunden an Spitzenleichtathletik geboten. Das Herzstück bildet ein Dreikampf für die Mehrkämpferinnen, allen voran Verena Breiner, die so wie bei der Weltmeisterschaft wieder perfekt abliefert. Beim Google Indoor solche Leistungen abzurufen, freut mich irrsinnig. Es waren so viele Leute, die einen motiviert haben, die einen eingelatscht haben. Und es gibt nur mehr Schub und es freut mich dann, dass ich auch da die Leistungen so abrufen kann. Ja, grundsätzlich wollen wir als Veranstalter für die österreichischen Athleten ein Forum, eine Bühne bieten. Und deswegen haben wir genau Athleten eingeladen, die mit unseren Top-Athleten wie Beate Schott, Andreas Walter, Markus Fuchs wirklich mitfighten können und diesen Athleten einen Kampf bieten können. Für Verena Breiner und ihren Trainer Wolfgang Adler, der als Veranstalter vor der Premiere doppelte Sorgen zu tragen hatte, ob denn alles klappen würde, könnte der Abend nicht besser beginnen. Trotz eines Strauchlers an der letzten Hürde bewältigt die 25-jährige WM-Dritte die 60-Meter-Hürden in 8,40 Sekunden. Das ist nur 200 Sekunden über Bestleistung. Breiners stärkste Herausforderinnen Noah Witz aus Belgien und Caroline Agnou aus der Schweiz lassen da schon im ersten Bewerb Punkte auf die Österreicherin liegen. Einen guten Lauf erwischt, leider habe ich bei der letzten ein bisschen angehört, aber ich bin sehr zufrieden mit der Zeit und mit dem Start in den Dreikampf. Der zweite Bewerb des neuartigen Dreikampfes ist das Kugelstoßen. Eine Leistung von knapp über 14 Metern wäre wünschenswert gewesen, doch Verena Breiner wäre nicht sie selbst, wenn da nicht sogar noch mehr ginge. 14,90 Meter bedeuten dann auch persönliche Bestleistung in einem Bewerb, der aufgrund der abgesagten Hallen-WM in China praktisch zum Indoor-Hauptereignis geworden ist. Fehlt noch der Weitsprung als großes Finale. Nach einem Fehlversuch macht Verena Breiner den Gesamtsieg mit einem weiteren Highlight klar. 6,21 Meter sind zu diesem Zeitpunkt im Jahr wieder über den Erwartungen. Nicht einmal 20 cm fehlen auf die WM-Leistung von Doha. Das Google Indoor erlebt einen fulminanten Heimsieg ihrer WM-Heldin. Man ist am Anfang ein bisschen nervöser als sonst vielleicht, aber es ist eben schön, wenn man dann eben abliefert, eben wenn alle da sind, Freunde, Bekannte, die einen anfeuern und die sehen, für was man eigentlich jeden Tag trainiert. Und umso erfreulicher, dass man es dann abruft, die Leistungen. Das mit 7 Bewerben überschaubare Meeting nützen auch einige andere Österreicher für großartige Leistungen. 60 Meter Sprinter Männer mit Markus Fuchs. Der Niederösterreicher ist schon stark in die Hallensaison eingestiegen. In Linz knallt er 2 tolle Läufe auf die Bahn. Das Finale bringt ihm mit 6,62 Sekunden eine persönliche Bestleistung und Rang 2 in Österreichs ewiger Rangliste. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Wettkampf heute. Das hat einfach super hingehauen. Ich bin überglücklich. Jetzt natürlich endlich die persönliche Bestleistung, die ich mir die ganze Zeit schon erhofft habe. Ich denke auf jeden Fall, ich habe noch ein Polster. Ich werde das alles noch aufheben. Nächste Woche geht es dann weiter. Im 60-Meter-Hürdenbewerb der Frauen matchen sich Beate Schrott und Karin Strametz mit starker Konkurrenz. Hinter der Slowakin Skvarkova laufen beide zu Saisonbestleistungen. Beate Schrott kommt im ersten Lauf auf 8,26 Sekunden, Karin Strametz sogar auf 8,24. Das bringt der Leibnizerin neben einer neuen persönlichen Bestleistung sogar österreichischen Unter-23-Rekord. Also wir haben sehr, sehr an der Schnelligkeit gearbeitet und auch an der Hürdenüberquerung. Und ja, man merkt von Lauf zu Lauf, dass es einfach besser wird und das zeigt ja die Zeit. Der Hauptfokus ist auf die Olympia-Quali gelegt. Es ist heuer meine letzte Saison. Und das wäre nochmal schön, dass ich also bei Olympischen Spielen zu starten. Und die Quali ist aber, glaube ich, so herausfordernd wie noch nie zuvor. Man braucht halt einen gewissen Weltranglistenplatz. Und ja, jeder Wettkampf zählt, muss man ehrlich sagen. Über die 3000 Meter durfte man ein spannendes Duell zwischen Andreas Walter und dem 20-jährigen Serben Elsan Bibic erwarten. Der Sieger von Peuerbach enttäuscht auch nicht und erreicht nach einem begeisternden Finish in 7:45:57 das Ziel. Das ist die europäische Hallenjahresbestleistung. Der 30-jährige Andreas Walter unterstreicht dahinter seine aktuelle Hochform mit 7:52:75 steigert auch der Gerersdorfer seinen persönlichen Rekord. Für mich geht es in die richtige Richtung. So dieses Stückerl vielleicht heute hat noch gefehlt, wie man es bei einem Topathleten wie beim Bibic, der gewonnen hat, gesehen hat. Aber wie gesagt, eine Bestzeit im ersten Rennen über die 3000, da kann man mal stehen lassen, glaube ich. Auch einige weitere ÖLV-Athleten dürfen mit ihren Leistungen in der Tipps Arena zufrieden sein, wie Philipp Kronsteiner als Dritter im Dreisprung mit 15,88 Meter und Susanne Walli als Zweite über 400 Meter in 54,07 Sekunden. Für viele geht es gleich zu weiteren Hallenwettkämpfen.
Das neu konzipierte Google Indoor kann auf jeden Fall als voller Erfolg zusammengefasst werden.